Angriff nimmt und Ziel sollte es sein, wenn wir richtig mit diesen Lastenwitterungsbedingungen gerechnet haben, dass alle vier Fahrzeuge gleichzeitig wieder hier über Start und Ziel fahren. Beachtenswert ist dabei, meine Damen und Herren, wie lange Sebastian Buemi, der Schweizer Toro Rosso-Pilot aus den letzten drei Jahren, hier an seinem Startplatz stehen wird, wie wenig Zeit er braucht, um sich die drei Straßenfahrzeuge in den jeweiligen RS-Versionen zu packen. Wir werden anschließend natürlich nochmal die Strecke exklusiv an den Red Bull-Piloten geben. Sebastian Buemi, hat man mir gerade gesagt, er wird drei Runden nochmal frei fahren dürfen. Und für alle von Ihnen, meine Damen und Herren, die nicht gesehen haben, wie schnell heute Morgen dieser Red Bull unterwegs war, erfreuen Sie sich daran, eine Formel 1 in der Eifel sehen zu dürfen. Sonntag bei der World Series, weil er nur ist, abgestellt hat. Der Dank geht an Sebastian Buemi.